Sehen. Noch dazu dieser Frische. Also wir haben das gerade schon im Kollektiv hier entschieden. Wir finden sehr, sehr gut, dass Sie sich für 8.30 Uhr entschieden haben. Und für unser Thema, insbesondere nach dem Abend gestern. Da war ja viel drin, insbesondere inhaltlich. Also von Dennis Altekin ist bei mir wirklich viel hängen geblieben. Wie fällen wir die richtigen Entscheidungen? Wie schaffen wir es, gute Entscheidungen auf den Weg zu bringen und die Begründung dann auch noch zu liefern, die dazugehört? Das ist insbesondere wichtig, wenn wir über das heutige Thema sprechen, über den Fachkräfte- und Arbeitsmangel in Deutschland. Ist ja ganz interessant, wenn man das Thema mal so anrecherchiert, weil da gibt es ganz unterschiedliche Sichtweisen, wenn es um die Bewertung der Lage geht. So sagt beispielsweise das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, wir hätten gar keinen flächendeckenden Fachkräftemangel in Deutschland. Vielmehr würden wir darüber sprechen, dass es bestimmte Branchen und bestimmte Regionen betrifft. Ihre Branche ist definitiv dabei. Wenn ich allerdings vor die Tür gehe morgens, und ich weiß nicht, ob Sie das ähnlich wahrnehmen, dann sehe ich, dass der Metzger meines Vertrauens weg ist. Nicht, weil seine Würstchen schlecht waren, sondern weil der Mann einfach niemanden mehr findet, der die Arbeit macht. Und der Handwerker, den ich gerade dringend benötige, weil wir so ein Wasserthema in Bremen haben, der sagt mir, 2025 hat er wieder Zeit für mich. Dauert mir ein bisschen lang mit Wasser im Keller, muss ich ehrlich gesagt gestehen. Also, Fachkräftemangel vorhanden. Ursula von der Leyen sieht in der Krise eine Chance. Sie sagt, der Fachkräftemangel sei ein Weckruf für alle Unternehmen, ihre Unternehmenskultur zu hinterfragen und auch attraktivere Bedingungen für Mitarbeitende auf den Weg zu bringen. Und während das alles passiert, tobt schon längst der War for Talents, das heißt, dass Unternehmen sich überlegen, wie kann ich denn Mitarbeitende überhaupt finden, um sie dann langfristig an mich zu binden, denn das ist wirklich heutzutage der entscheidende Erfolgsfaktor. Jetzt stellt sich die Frage, wer kann sie denn machen, die Arbeit der Zukunft? Wie können eben diese qualifizierten Mitarbeitenden gewonnen werden? Und perspektivisch auch, wie kann sich ein Arbeitgeber aufstellen? Was braucht er, um Menschen für sich zu begeistern, um attraktiv daherzukommen? Das sind Fragen, die wir heute hier oben auf dem Podium miteinander diskutieren möchten. Und Sie möchten wir mit reinnehmen. Wundern Sie sich also nicht, wenn wir gleich einen QR-Code einblenden. Sie haben wahrscheinlich alle Ihr Smartphone dabei. Dann den QR-Code einfach kurz scannen und wir haben eine anonyme Befragung. Da wüssten wir nämlich ganz gerne mal, wie es eigentlich in Ihren Unternehmen aussieht. Führen wir sie aber gleich entsprechend durch. Denn jetzt freue ich mich erstmal auf eine spannende Runde. Wir haben wirklich tolle Diskutanten hier oben, die aus ihren ganz unterschiedlichen Feldern auf dieses Thema blicken, uns auch ganz tolle Lösungen mitgebracht haben. Und in diesem Kontext begrüße ich Frau Hagedorn, Frau Dr. Müller, Frau Helmholtz, Herrn Semmler, Herrn Dr. Müller und den Peter Guttenberger. Kommen Sie einmal hoch und beziehen Sie Position. Ein bisschen Wasser haben wir auch für Sie vorbereitet. Fühlen Sie sich also ganz wohl. Ja, Barbara Hagedorn, der Name fiel gestern schon, Frau am Bau war dort das Stichwort. Ich nehme Sie gerne mal mit in die Geschichte dieser beeindruckenden Frau, die aus der Praxis kommt und bereits mit 23 ihr erstes eigenes Unternehmen in der Reifenbranche gegründet hat. 1999 hat sie dann zusammen mit ihrem Mann das Unternehmen vorangetrieben. Das tut sie bis heute als Team. Also das heißt, jeder drückt da seine entsprechende Handschrift auf. Und sie haben eine Kampfansage an den Fachkräftemangel gemacht. Mit ganz unterschiedlichen Strategien. Einmal innerhalb des Unternehmens und eben mit der Kampagne Frau am Bau. Die gibt es seit 2020. Da geht es darum, Vorurteile gegenüber Frauen in der Baubranche abzubauen. Ja, und diese natürlich auch zu stärken und vermehrt zu gewinnen. Ihr Credo, festbeißen und dranbleiben. Ich freue mich auf die Geschäftsführerin der Hagedorn Unternehmensgruppe, Barbara Hagedorn. Herzlich willkommen. Frau, die den Umbruch organisiert, ist Dr. Tina Müller. Sie hat den frischen Blick von außen und ein Gespür für neue Wege, ist bei TLGG Consulting im Einsatz, Unternehmensberatung mit Sitz in Berlin und in New York, die sektor- und branchenübergreifend tätig ist,
hat einen Doktor in Kommunikation, einen MBA in Innovationsmanagement und berät deutsche sowie internationale Unternehmen. Immer dabei im Fokus digitale Geschäftsmodelle und Innovationsmanagement. Für sie ist der Wandel in der Baubranche längst überfällig. Und was es braucht, diese Branche zu beschleunigen, wir werden es von ihr hören. Herzlich willkommen, Frau Dr. Müller. Nicht verwandt und nicht verschwägert ist sie mit Dr. Volker Müller, der die Sichtweise der Unternehmer mit in die Diskussion einbringt. Hauptgeschäftsführer der Unternehmerverbände Niedersachsen e.V., in denen, und ich habe eben wirklich nochmal nachgefragt, 150.000 Unternehmen mit mehr als 2 Millionen Arbeitnehmern zusammengeschlossen sind, Arbeitgebern, und dazu gehören dann auch noch die Arbeitnehmer. Wir sprechen also über eine starke Stimme der niedersächsischen Wirtschaft in diesem Kontext. Zudem ist er Aufsichtsratsmitglied bei GP Papenburg und er sagt, es gibt so 2 starke Säulen, die er sieht, wenn wir über den Fachkräftemangel und die Bekämpfung sprechen. Das ist zum einen die Fachkräfteeinwanderung und die stärkere Zusammenarbeit zwischen Bildungseinrichtungen und der Wirtschaft. Herzlich willkommen, Herr Dr. Müller. Ebenfalls aus Niedersachsen, aus Ganderkesee, kommt Nadine Helmholtz. Sie berät Unternehmen, insbesondere kleine und mittelständische, und unterstützt diese in der Personal- und Organisationsentwicklung. Und in dem Kontext ist dir auch klar geworden, Kommunikation auf Augenhöhe ist sehr, sehr wichtig, ein gutes Miteinander. Und da kommt dann auch schon der Knigge dazu, der in der Beratung eine ganz zentrale Rolle spielt. Sie ist zertifizierte Trainerin für Business-Etikette und Knigge-Fachwissen. Und vor dieser Tätigkeit hat sie viele Jahre als geschäftsführende Gesellschafterin für internationale Logistikunternehmen gearbeitet und auch für ein Unternehmen, das sie selbst gegründet hat. Also das heißt, sie kennt die Herausforderungen der Mitarbeiterführung. Frau Helmholtz, große Freude, dass Sie heute hier sind. Längere Anreise zum Großseminar hatte Florian Semmler. Auch er hat ein Unternehmen gegründet, 2015. Mediapool heißt es, mit Sitz in Klagenfurt und Graz. Und er setzt für seine Kunden auf die Produktion von Videos und Social Media Recruiting, um qualifizierte Fachkräfte zu gewinnen, mit vertraglicher Erfolgsgarantie. Das fand ich tatsächlich ganz spannend. Ja, attraktive Arbeitgeber sollen also so nach außen hin sichtbar gemacht werden und Jobwillige sollen angesprochen werden, ganz wichtig, die gar nicht direkt auf Jobsuche sind. Also da nochmal eine doppelte Herausforderung. Herr Semmler, Sie schreiben gerade Ihre Doktorarbeit über die Rolle der Gen Z im Recruiting und Sie werden uns sagen, warum die sehr, sehr gerne auf die 40-Stunden-Woche verzichten wollen und dennoch dabei erfolgreich sind. Freue ich mich drauf, bin ich gespannt, wie die das machen wollen. Herr Semmler, herzlich willkommen. Ja, und mit dabei, der Herr, den Sie gestern schon erleben durften, Peter Guttenberger, lange Jahre ja auch Geschäftsführer bei Max Böbel, Sie haben das gestern angesprochen, das heißt, auch da standen Sie immer wieder im engen Austausch mit den Mitarbeitenden, also Sie kennen das Thema Fachkräftemangel, Sie wissen, womit Arbeitgeber zu tun haben, die eben die entsprechenden Kräfte suchen und Sie sagen, die Baubranche braucht definitiv ein besseres Image. Peter, Herr Guttenberger, guten Morgen. So, Herr Dr. Müller, dann schauen wir doch mal mit Ihnen. Also 45% der Betriebe am Bau sind selbst von Fachkräftemangel betroffen. Das sind die aktuellen Zahlen einer Studie. Aber in Ihrem Verband sind ja alle Branchen vertreten. Und von daher interessiert mich mal, was kommt bei Ihnen an? Was hören Sie von Unternehmen? Welche Folgen der Arbeits- und Fachkräftemangel schon heute für die hat? Ich glaube, es macht Sinn, wenn wir zuerst einmal die Zahlen uns so mal ein bisschen vergegenwärtigen. Das klingt so, als ob die Zahl der Beschäftigten nun seit geraumer Zeit abnimmt. Die Wahrheit ist genau andersrum. Die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten in Deutschland ist so hoch wie nie zuvor. Das ist schon mal die erste Frage. In den letzten Jahren hat sie noch mal etwas mehr prozentual zugenommen als die Zahl des Arbeitsvolumens. Das heißt, es ist auch ein bisschen das Ergebnis des Erfolges, den wir in den letzten Jahren haben. Und wir haben die letzten 15 Jahre zwar auf der einen Seite viele Krisen gehabt, die wir bewältigen mussten, aber wenn man mal in die Bilanzen der Unternehmen reingeschaut hat, dann war das eigentlich
nicht nur nicht übel, sondern es war in vielen Bereichen ausgesprochen gut. Das mal als Rahmen vorweg. Der Fachkräftemangel ist überall, in aller Munde, und ich finde immer wieder Unternehmen, die mir sagen, also pass mal auf, wenn du Ingenieure hast, sofort. Wenn du dann konkret wirst, wir haben eine Initiative mit einer Universität in Jordanien abgeschlossen und versuchen dort, die einen tollen Output haben, auch qualitativ gut, aber das Matchen mit denen, die eventuell bereit sind, nach Deutschland zu kommen und denen, die suchen, extrem schwer. Mhm. Wir haben 25 Spanier nach Oldenburg übernommen und es hat nicht lange gedauert, es waren alle 25 wieder zurück. Das heißt, das Thema ausländische Fachkräfte ist und bleibt insbesondere ein Thema für die Zukunft, denn ab diesem Jahr werden wir jedes Jahr etwa, so die Schätzung, 250, vielleicht 300.000 Menschen weniger im Arbeitsleben haben, wenn nicht die zusätzlichen Faktoren dazukommen. Und wenn man sich die Studien mal anguckt, die so seit 10 Jahren in der Welt rumlaufen, die genau prognostiziert, wie es kommt, liegen alle falsch. Weil sie die Stellschraube der Einwanderung nicht richtig beurteilt haben. Wir haben alle gesagt, aus denen, die aus Asylgründen nach Deutschland flüchten, können wir keine Arbeitskräftereserve finden. Diese Aussage von damals war schlicht falsch. Mhm. Und Olla Oldenburg hat offensichtlich auch nicht geklappt. Ein Beispiel, wir kommen gleich noch dazu, was es eigentlich braucht, auch um vielleicht den Clash of Cultures zu überwinden, sodass Menschen sich in Deutschland wohlfühlen und auch langfristig hier arbeiten wollen. Zunächst möchte ich aber gerne mal das Zitat aufgreifen, was wir hier haben. Ich zitiere, die Transformation der Arbeit bedeutet, dass wir uns von der Idee der linearen Karriereentwicklung verabschieden und uns stattdessen auf lebenslanges Lernen und Vielfalt am Arbeitsplatz konzentrieren müssen, sagt Reid Hoffman, Mitbegründer von LinkedIn, einer, der es wissen muss. Frau Dr. Müller, Ihre Überzeugung, der Wandel muss her, wenn die Unternehmen als attraktiver Arbeitgeber überzeugen wollen, der ist in der Baubranche, sagen Sie, längst überfällig. Sagen Sie mal, warum und was muss sich verändern, Ihrer Meinung nach? Ja, sehr gerne. Der Wandel, also der Druck auf den Wandel, der kommt von verschiedenen Seiten und der kommt sehr, sehr stark und in der nächsten Zeit nochmals stärker. Eine Richtung ist die ganze Nachhaltigkeitsfrage, also die soziale Nachhaltigkeit, die ökologische Nachhaltigkeit. Da wird ja die ganzen Reportingpflichten, die werden viel, viel stärker kommen und die werden auch über die ganze Lieferkette werden die auch die kleineren Unternehmen ergreifen. Das bedeutet eine Riesenumstellung, diesen Pflichten nachkommen zu können, das alles zu reporten, diese Transparenz über die Prozesse zu haben. Also da kommt eine Aufgabe, wovon ich glaube, dass das viele wahrscheinlich noch gar nicht so gesehen haben. Und die soziale Nachhaltigkeit, die gehört ja da auch rein. Also da reden wir von Diversity und Inclusion, die kommen muss. Und Diversity, wenn wir uns auch ein bisschen umschauen, da ist die Branche ist einfach noch am Anfang davon. Eine weitere Richtung ist die, sagen wir mal, ist ein bisschen böse gesagt vielleicht, die Ineffizienzen in der Bauindustrie. Da sind so viele verschiedene Players, so viele Beteiligte an diesem Bauprozess. Und um das zu koordinieren, da geht einfach auch viel, viel Energie geht verloren. Es gibt einige, also ich habe ein paar Beispiele, die in der Bauindustrie dafür stehen und das ganz stark promoten, dass man diese Prozesse einfach nochmals vereinheitlicht und nochmals viel radikaler, als das passiert ist bis jetzt. Da reden wir von Romberg zum Beispiel, österreichisches Unternehmen, die diese ganzen Systeme, die einfach sagen, wir müssen diese ganzen Systeme vorgängig planen, wir müssen da Transparenz reinkriegen, welche Beteiligten sind da, welche Materialien werden verbaut, welche Risiken bestehen da. Man kann das nicht auf der Baustelle erst aufploppen lassen, also ein bisschen salopp gesagt, dass diese Risiken auftreten und das in die Verantwortung der Leute geben, weil das braucht viel zu viele Leute mit diesen ineffizienten Prozessen und das verbraucht die Leute auch unglaublich. Und ein dritter Punkt ist, diese Automatisierung oder diese Digitalisierung der ganzen Prozesse,
da reden wir ja dann auch davon, dass die Geschäftsmodelle immer digitaler werden. Und jetzt wieder auf die Menschen bezogen. Wenn ein Bauunternehmen digitale Prozesse und digitale Services anbieten will und Leute dafür braucht, die das umsetzen und aufbauen, dann stehen sie ja im Arbeitsmarkt in der direkten Konkurrenz mit den großen Tech-Unternehmen, Google, Amazon und so weiter. Und um da attraktiv zu sein und überhaupt eine Alternative darstellen zu können, müssen die Arbeitsbedingungen schon halt ganz stark geändert werden und sich da viel eher annähern an diesen Modellen. Also da kann es dann auch mal sein, dass ein 25-Jähriger oder eine 25-Jährige einen Bereich leitet, einfach weil die Person sich am besten eignet für dieses Thema. Jetzt haben Sie viele Facetten genannt, die den Wandel ausmachen, Frau Hagedorn. Ich würde da gerne mal konkret reingehen, weil ich mir vorstellen kann, wenn ein kleines, mittelständisches Unternehmen das jetzt hört und sagt, ja, das sind aber ganz schön viele Themen, die ich da angehen soll. Ich habe ja auch noch mein Daily Business, ich habe einen wirtschaftlichen Druck. Wie kriegt man es jetzt eigentlich hin, diesen Wandel anzugehen, wenn man den Weg noch nicht beschritten hat? Und wie sieht das bei Ihnen aus? Also wie tragen Sie dem Fachkräftemangel Rechnung? Wie schaffen Sie es, Mitarbeitende zu gewinnen? Und wie zahlen Sie auf all diese Punkte ein? Viele Fragen jetzt. Sie können das sicherlich wunderbar zusammenfassen, bin mir sicher. Ja, erstmal herzlich willkommen und vielen Dank für die Einladung. Also es ist so, dass wir natürlich dieses Problem ja nicht erst seit gestern haben und wir halt viel drüber reden und das auch schon viele Jahre. Und ich finde, wir können reden und reden, wir müssen einfach auch handeln und das ist für viele schon teilweise auch sehr spät, weil es hat uns ja mittlerweile schon überrollt, das ganze Thema. Und viele haben jetzt das Problem, wenn sie das jetzt alles nachholen wollen, ist es natürlich wirklich schwierig, so viele Schritte jetzt zu machen, und das muss das Unternehmen ja auch alles aus innen rein leisten können. Das ist ja jetzt gar nicht so einfach. Und von daher kann ich jetzt, ich bin ja auch nicht, ich sehe ja, alle sind hier, ich kann ja immer nur aus dem Leben sprechen und keine Statistiken oder sonstige Sachen, wo ich sage, aber es ist einfach, du musst es machen. Es nützt nichts, darüber zu reden. Und das hat nichts damit zu tun, zu sagen, der eine hat vielleicht bessere Möglichkeiten oder weniger. Es sind kleine Unternehmen, die wir auch haben in unserer Netzwerkgruppe, wo ich sage, ja, aber auch ihr könnt machen. Das hat nichts mit unbedingt mit Geld zu tun, sondern einfach mit den Dingen. Warum fahre ich nicht mit meinem Auszubildenden als Gartenlandschaftsbauer durch die Plantagen und spreche mit ihm und zeige ihm, wie toll das ist, anstatt am Schreibtisch zu sitzen und irgendwas zu sagen oder was bist du jetzt, welches... warum bist du hier oder so, aber einfach, das sind so Kleinigkeiten, die man einfach umsetzen kann. Und wir haben halt immer versucht, früh am Ball zu bleiben und glauben Sie nicht, dass es einfach war. Also die Baubranche ist da sehr, sehr zäh und wir haben jetzt mittlerweile 16 Geschäftsführer und die waren auch alle sehr, teilweise echt anstrengend und haben gesagt, was sollen wir mit dem ganzen Jishi hier und was sollen wir mit dem ganzen, dass die sollen arbeiten, so auf die Baustelle, wir machen doch keinen Wellnessbereich hier. Und das war natürlich auch wirklich nicht so einfach. Ne? Und das ist ja, und heutzutage ist es so, dass sie sagen, natürlich, sie wollen natürlich lieber, gerade die heutigen jungen Leute, in der Champions League, um für gestern am Fußball zu bleiben, arbeiten, als in der dritten Liga oder sonstiges. Ja. Und das ist einfach so. Und da muss man einfach auch die Grundbedingungen schaffen, dass sie da Bock drauf haben und dass sie sagen, ja, wir kommen gerne in dieses Unternehmen, weil wir müssen ja um sie kämpfen. Das hat sich ja mittlerweile halt geändert. Ja, also die 16, die Sie gerade ansprachen, waren vielleicht deshalb auch so verhalten, weil bei Ihnen tatsächlich der Friseur auch mit dem Unternehmen ist, der eigene Friseur. Wir haben uns sehr lange darüber ausgetauscht. Frau Hagedorn hört übrigens gar nicht mehr aufzuzählen, was die Unternehmensgruppe alles tut tatsächlich schon. Ich habe aber jetzt Ihren Worten entnommen, also es ist die Politik der kleinen Schritte, überhaupt mal irgendwo anzufangen und immer so vom Menschen her denken. Das Thema mit der Plantage, was Sie gerade nannten, beim Galabauer, finde ich ganz spannend, Frau Helmholt, wenn wir diese Punkte mal aufgreifen, denn es ist ja spannend, wenn wir uns das miteinander auch anschauen, das aufeinander eingehen, wie man sich da selbst positioniert. Und da kommt nämlich der Knigge plötzlich mit rein. Wenn jetzt viele denken Knigge, da denke ich an die richtige Haltung des Bestecks und an die Serviette, die auf dem Schoß liegt. Aber Knigge geht viel, viel weiter und wird häufig falsch interpretiert. Genau so sieht es aus und ich möchte an dieser Stelle auch die Gelegenheit nutzen, um das mal aufzuklären, weil ich glaube, wenn ich Sie fragen würde, was verbinden Sie mit Knigge, dann ist es genau das, was Frau von Dingen gerade beschrieben hat, aber dem ist mitnichten so.
Denn ich nehme Sie gerne mal mit auf eine Reise um 1750, da hat nämlich der Herr Knigge gelebt. Und es war damals eine ähnliche Situation, wie sie heute ist. Denn Sie wissen sicherlich, die erste industrielle Revolution war um die Zeit im vollen Gange. Ich glaube, 1780, 82 war die Erfindung des Webstuhls und damit die erste industrielle Revolution vorprogrammiert. Was heißt das? Eine Revolution, grundlegender Wandel der Gesellschaft. Die Leute hatten wahnsinnige Angst, es war neu, die kannten das alle nicht. Arbeitsplatzverlust etc. pp. Und Sie werden sicherlich merken, in welcher Situation sind wir heute. Es ist eine ähnliche Situation. Und gerade war ein verhaltener Versuch des Applauses, als du gesagt hast, was ist das alles für ein Schnickschnack? Die Geschäftsführer, die da waren, ja, die sollen hier arbeiten, die sollen nicht Wellness machen. Das ist ein Thema. Und viele nicken, ja, und lachen jetzt. Es ist ein grundlegender Wandel, der stattfinden muss. Und das hat der Knigge damals erkannt, weil er ein Beobachter war, ein Aufklärer. Und mit dem Buch, welches er geschrieben hat, das war 1788, über den Umgang mit Menschen. Und da schließt sich nämlich der Kreis, den wir gerade gesagt haben, was hat Knigge jetzt bitteschön mit unserer aktuellen Situation zu tun? Und ich sage ihm, ganz, ganz, ganz viel. Und ich bin nicht umsonst zertifizierte Knigge-Trainerin, weil ich dieses Thema in die Welt tragen möchte, ins Unternehmen tragen möchte. Weil, und das hatten wir gerade gesprochen, es geht um Wertschätzung. Den Menschen wertschätzen. Das ist keine Einbahnstraße. Ja, das heißt nicht nur, dass Sie als Unternehmenslenker, Inhaber, die Mitarbeitenden wertschätzen sollen, müssen, dürfen, sondern auch umgekehrt. Dass die junge Generation Z, über die wir ja auch gleich mehr erfahren werden, auch wertschätzt, was das Unternehmen leistet, was das Unternehmen bietet, wie erfolgreich vielleicht in zweiter, dritter, vierter Generation die Unternehmen unterwegs sind. Und das ist die Basis. Gemeinsame Wertschätzung, Respekt, Toleranz etc. pp. Und genau das sind die Attribute, die Knigge damals auch genannt hat. Ja, den Ball spiele ich mal rüber zu Florian Sender, denn da haben wir ja schon die erste Herausforderung. Wir haben eine Gen Z. Ja, da hat jeder vielleicht ein eigenes Bild auch im Kopf, wenn er jetzt an diese Zielgruppe denkt. Ich meine, das wird auch viel befeuert von den Medien. Ja, das sind, ich überspitze jetzt mal, das sind die Faulen, die wollen nicht mehr arbeiten. Die sehen die Arbeit auch gar nicht richtig, die verstehen überhaupt nicht, worum es eigentlich geht. Und dann haben wir die Babyboomer, über die die Gen Z sagt, die haben die Party gefeiert und jetzt müssen wir die Scherben aufkehren. Ja. Wie kriegen wir das denn jetzt eigentlich zusammen? Also wenn wir über Wertschätzung reden, wenn wir über Wandel und Mindset reden, die müssen wir ja irgendwie zusammenführen, weil dazwischen sind ja noch weitere Menschen. Absolut richtig, ja. Danke für die Einleitung. Wir unterstützen ja Firmen im Bereich des Recruitings. Das heißt, wir bekommen ja tagtäglich mit, sind Unternehmen attraktiv, wie treten sie noch aus, auf wen suchen sie überhaupt? Ja? Und die erste Frage, die ich jedem Unternehmer stelle, ist immer die, warum soll man denn bei euch arbeiten? Und auf diese Frage kommt meistens keine Antwort in einem Satz. Ja? Das heißt, die Frage dann, hat ein Unternehmen, das sehr attraktiv ist, ja, für viele Generationen. Wir erleben aber auch häufig, dass es Unternehmen gibt, die so attraktiv auch sind, aber das nicht nach außen hin kommunizieren. Das heißt, das, was man ausstrahlt, das zieht man auch dementsprechend dann an. Und wir haben ja gerade vorher auch ein bisschen gesprochen über den Wolfgang Krupp, der da auch sehr polarisiert. Der sagt ja, wer Homeoffice machen will, braucht bei uns gar nicht anfangen, weil die sind quasi eh nicht sichtbar und nicht merkbar, ja, sozusagen im Unternehmen. Und das macht er ganz bewusst, weil er will sich natürlich die Personen anziehen, ganz automatisch, die so sein Mindset auch dementsprechend haben. Und man soll sich immer überlegen, wer soll denn die Person sein, die man ansprechen will? Wer passt denn zur Kultur des Unternehmens? Mhm. Ja? Und umso präziser man das auch kommuniziert nach außen hin, desto eher wird man dann die richtigen Leute anziehen. Also es geht darum, eine Strategie zu entwickeln und sich die Karten richtig zu legen, wenn ich das verstehe. So wie Sie es jetzt gesagt haben, Frau Helmold, dann würde ich doch sagen, machen wir das mal mit unserem Publikum. Denn wir wollen natürlich auch wissen, wie Sie eigentlich auf Ihr eigenes Unternehmen schauen, für das Sie tätig sind oder das Sie vielleicht sogar führen. Also haben Sie sowas wie einen Code of Conduct? Haben Sie ein Zielbild?
Ist Ihnen klar, was Sie nach außen kommunizieren wollen? Keine Angst, so viele Fragen sind es gar nicht. Scannen Sie einfach mal den QR-Code, dann sehen Sie, dass wir zwei konkrete Fragen für Sie vorbereitet haben. Es geht nämlich in der ersten Frage darum, wie gesagt, ob Sie einen Code of Conduct haben. Ja oder nein? So, und Frau Helmold, ist vielleicht wichtig, das nochmal zu erklären, was es eigentlich bedeutet. Ja, vielen Dank. Also, genau, Code of Conduct ist ja so neudeutsch, heißt das, also eigentlich übersetzt ein Verhaltenskodex. Also, wie verhalten wir uns im Unternehmen? Es geht manchmal auch ein Stück weit weiter an Lieferanten, an Kunden auch. Also wir haben es gerade auch schon gehört, Umwelt ist ja ein Thema. Ja, wie gehe ich vielleicht auch miteinander intern um? Diversity, die Gleichberechtigung, wie gehe ich mit einer Fehlerkultur um? Und all das wäre natürlich sinnvoll, wenn das irgendwo in einer Art, ich mag dieses Wort nicht, aber ich sage es trotzdem, Regelwerk, zusammengefasst ist. Und diese, das hast du auch gerade so schön angesprochen, also es ist etwas, wen möchte ich haben, wie verhalte ich mich? Und je gezielter das formuliert ist, desto besser ziehe ich auch Fachkräfte an und halte diese dann auch im Unternehmen. Ich glaube, ein guter Code of Conduct, den wir vielleicht mehr oder weniger alle kennen, sind die 10 Gebote. Du sollst nicht Ehe brechen, ja? Du sollst nicht begehren deines Nachbarn, Frau oder keine Ahnung. Ich muss mich mal verinnerlichen lassen. Ja, das ist, Dankeschön für den Hinweis. Auch hier ist das so, es muss gelebt werden, es muss verinnerlicht werden. Und wenn man einen gut funktionierenden Code of Conduct hat, dann hat das den Nutzen, dass alle Mitarbeitenden auch hier wieder Leitlinien haben, dass sie wissen, wie kann ich mich verhalten, wie muss ich mich verhalten, wie kommuniziere ich nach außen auch mein Unternehmen. Und sie merken schon, das hat auch etwas mit meinen inneren Einstellungen zu tun, mit meinen Werten, die ich in mir trage. Ich glaube, jemand, der ganz, also wer den Wert unter Umweltschutz hochträgt, dem fällt es vielleicht etwas schwerer, bei Unternehmen zu arbeiten, die sich damit gar nicht beschäftigen. Also es muss funktionieren, nur dann macht es auch Sinn, die Mitarbeitenden einzuholen. So, wir haben eine erste Hochrechnung. 72% sagen ja, wir haben einen Verhaltenskodex und nein sagen 27%. Das ist doch erstmal kein schlechter Wert, oder? Da kann man doch ganz gut aufsetzen. Ja. Lasst einfach mal alle Handfunken, wenn es technisch möglich ist, geöffnet. Dann sind wir ein bisschen flexibler hier oben. Dankeschön, Martin. Ja, jetzt. Das ist ja erstmal schon diese 72%. Und das ist ja auch alles richtig, was wir jetzt sagen. Und das sind ja auch alles, das passt ja auch alles. Eigentlich wissen wir das ja auch alles. Nur wir müssen es halt machen und umsetzen. Das ist, glaube ich, das generelle Problem in den Unternehmen, dass sie sich viel nicht trauen, dass sie halt immer wieder so eine Unternehmenskultur einzuführen. Das ist Arbeit. Das macht man nicht mal eben. Das ist wirklich Arbeit, das dauert, dann muss sie gelebt werden, dann müssen sie alle verinnerlichen, bis sie überhaupt erstmal überall ankommen. Bis sie denn, und dann liegt sie meistens irgendwo verstaubt in der Schublade, die Unternehmenswerte, und werden überhaupt gar nicht mehr, ich meine, die ganzen großen Unternehmen, wir haben auch einige in Gütersloh, ich kenne diese Bücher alle, sind alle schön geschrieben, sieht alles toll aus, sind mega, aber es nützt ja nichts, wenn sie da liegen. Und das ist einfach, wo ich sage, du kannst auch der HR sagen, kümmere dich mal darum, dass wir mehr Frauen kriegen. Es nützt ja nichts. Die HR wird es nicht leisten können. Ja. Du musst es einfach anfangen. Es fängt vom Kopf an. Alle im Unternehmen müssen es leben. Auf der Baustelle müssen sie auch leben. Wenn ich die Auszubildenden hole, die weiblichen, und die auf der Baustelle funktionieren nicht und performen nicht und verärgern mir sie wieder, dann nützt mir das auch nichts. Und deswegen, das ist alles super und die Ansätze wissen wir ja im Grunde alle. Aber dann leben wir sie doch. Und es muss eben, es darf nicht dieses von oben nach unten sein, sondern alle mit auf die Reise nehmen. Da schließt sich die zweite Frage an Sie an. Sie haben wahrscheinlich schon abgestimmt. Wie empfinden Sie die Unternehmenskultur in Ihrem Unternehmen? Das hat ja jetzt auch damit zu tun, ob Sie sich damit identifizieren oder nicht. Und Sie durften hier Sterne vergeben. Klar, wir kennen das aus der Hotellerie. Ein Stern schlecht, 5 Sterne gut. Dann gucken wir mal. Ich nehme an, Sie haben schon abgestimmt. Jawohl. 3,6. Würde ich bei Booking nicht buchen, das Zimmer, um ehrlich zu sein, oder? Also ich gehe mal eher so auf die Sterne, die ausgefüllt sind. Also von den Bewertungen her, ne? Da kann dann auch gerne ein 3-Sterne-Hotel da rumkommen, das muss man eben auch dazu sagen. Ja, 3,6. Ich glaube, das macht es schon ziemlich deutlich, weil genau das, was Sie gerade angesprochen haben,
Auch hier haben wir wieder eine Revolution. Es muss vom Grunde her gelebt werden. Papier ist geduldig. Wenn es irgendwie nur zusammengeschrieben wird, vielleicht auch noch von einer Beratungsagentur, die sich auf dieses Thema spezialisiert hat, das aber nicht mit ihrer eigenen DNA übereinstimmt. Und das dauert, das ist ein Prozess, der dauert mehrere Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte. Ja? Das wird sich dann, und das kann man an der Unternehmenskultur sehen, wobei das ganz schwierig ist auch zu messen, die Unternehmenskultur, weil das ist dann mehr oder weniger das Bauchgefühl, die DNA. Und das ist, glaube ich, wirklich so die Gretchenfrage, gelingt es uns, gelingt es Ihnen, diese Grundhaltung, diese Grundverbundenheit in Ihr Unternehmen zu bringen? Ich glaube, das ist die essentielle Frage und das ist ein Muss. Peter, keine Angst, wir haben dich nicht vergessen. Mich interessiert natürlich, wie du auf dieses Thema blickst, auf die Unternehmenskultur. Und ich würde mit dir gerne nochmal auch auf andere Personengruppen schauen, weil wir haben jetzt natürlich so die Babyboomer und die Gen Z gegeneinander gestellt, aber es gibt ja viel mehr. Also heterogene Mitarbeiterschaft ist hier das Stichwort. Wen sollten wir noch berücksichtigen und was ist wichtig zu sehen, was die für Motive haben? Alex, ich würde gerne nochmal auf die Frau Hellmann eingehen, und zwar auf das Thema Unternehmenskultur. Ich durfte bei uns bei Bögl mit einem Beratungsunternehmen über mehrere Jahre hinweg eine Unternehmenskultur entwickeln. Und das war ein wirklich anstrengender Prozess, und das Wichtigste dabei war, als wir das Führungsleitbild entwickelt haben, dass der Gesellschafter selbst sich den ganzen Tag die Zeit genommen hat und hat mit uns zusammen erarbeitet, was ist denn uns wichtig. Und dann gab es eine zweite Runde mit einem größeren Kreis an Mitarbeitern, noch einem größeren, und wir mussten das also, oder durften das damals multiplizieren und haben das zusammengefasst. Und das Ende ist natürlich ein Ergebnis, das einen schon bewegt. Jetzt sind natürlich hier auch Kollegen, ehemalige Kollegen von mir und sagen, ja, das muss gelebt werden. Und zwar von ganz oben bis ganz unten. Und da spielt, Sie sagten gerade das Wort Regelwerk, das brauchen wir auf jeden Fall, auch wenn es vielleicht anfänglich verstaubt, aber man muss es immer wieder in Erinnerung bringen und muss es den Mitarbeitern nahebringen und hat im Prinzip bei jeder Führungs- oder Mitarbeitertagung, muss es seinen Platz haben. Genauso wie Arbeitssicherheit einen festen Platz im Unternehmen hat, das war alle Jahre oder dazwischen drin bei Beginn jeder Baustelle auf das Thema Sicherheit eingehen. Das wollte ich nur dazu sagen, war sehr interessant. Ich habe sehr viel gelernt und habe meinen Horizont doch auch ein ganzes Stück erweitert. Aber jetzt zu deiner eigentlichen Frage. Gen Z ist ein tolles, ja klar, wir müssen uns die, um die jungen Menschen kümmern, die nachwachsen, aber ich habe in meinen doch über 40 Jahren beruflicher Tätigkeit festgestellt, an mir selbst und an meinen Mitarbeitern, dass die Bedürfnisse der Menschen in Abhängigkeit der Lebenssituation, in der sie sich befinden, also jung, da muss was gehen, dann kommt eine Phase, da wird es ruhiger, man gründet Familie, man hat nicht mehr so viel Zeit. Da wird es ruhiger? Ja, also das ist die eigentliche Rush-Hour. In der Richtung, oder die, besser gesagt, geordneter. Und das geht so weiter, also bis hin zu den Bedürfnissen, dass vielleicht der eine oder andere sich eine Immobilie zulegt oder dann, ich gehe jetzt mal von mir aus, irgendwann auch die Kräfte etwas nachlassen am Mann. Und das haben wir gestern beim Herrn Eikedin auch gesehen. Was muss der tun, um überhaupt am Ball zu bleiben? Und er hat gesagt, ich weiß nicht, welcher Spieler, ich bin kein Fußballfreak, wie viele Meter ihm die auf 80 abnehmen. 70 auf 80. Und das zeigt also, die Bedürfnisse der Menschen sind unterschiedlich. Und man muss sich in die Mitarbeiter reinversetzen und sagen, wo drückt denn der Schuh? Und das ist jetzt mal das Alter. Aber da gibt es noch andere Facetten. Ist jemand Musiker? Die Musiker, die selber die Band hatten, die wollten bei uns immer große Kombis haben als Dienstwagen. Haben wir als Unternehmen überhaupt nicht eingesehen, erstmal. Oder dass jemand Sportler ist. Oder wie steht er zur Karriere? Also will ich überhaupt hochkommen? Es gibt Menschen, denen reicht es. Die sagen, ich möchte mein Geregeltes und möchte jeden Tag so Steckerli zusammenstecken. Und da möchte ich gut meinen Job machen und abends möchte ich mehr Ruhe haben. Und es gibt andere Menschen. Und da ist die Gesellschaft von Anfang bis zum Ende
das wird immer gleich bleiben. Mhm. Wir haben einfach eine gewisse Menge Akademiker, wir haben aber auch eine gewisse Menge Menschen, die mit einfachen Tätigkeiten zufrieden sind und daran auch ihre Freude haben. Und das muss man berücksichtigen, wenn man Menschen gewinnen will für Arbeiten und dann die auch in der richtigen Position einzusetzen. Und das verändert sich auch wieder. Mag der eine vielleicht ein paar Jahre an der Stelle super gepasst haben, dann gibt es die einen, die wollen aus dem raus und es gibt die anderen, die sagen, du, mir reicht es jetzt, es ist genug. Ja. Für mich, ich habe meine Erfüllung darin. Die zweite Säule in meinem Leben ist meine Familie und die dritte Säule ist vielleicht der Sport. Und da muss man einfach ausgehen. Ja. Das ist meine Meinung zu dem Thema, nicht nur Gen Z, sondern im Prinzip das ganze Spektrum an Menschen, die uns letztendlich zur Wertschöpfung zur Verfügung stehen. Herr Müller, wir haben eben gehört, 150.000 Unternehmen sind es in Niedersachsen, die zu den Unternehmerverbänden gehören. Und da würde ich jetzt gerne auch nochmal wirklich auf die kleineren schauen. Denn ich denke, für ein großes Unternehmen ist es ein bisschen leichter, das Ganze abzubilden, was wir gerade besprochen haben. Also wenn ich es noch nicht habe, eine Unternehmenskultur zu etablieren oder sie vielleicht nochmal aus der Schublade zu holen und zu überarbeiten, an die heutige Zeit anzupassen. Ich habe jetzt vor Augen so einen kleinen Handwerksbetrieb. Also ich gucke so aus meinem Wohnzimmer, gucke ich auf so einen Container, da ist der Mann drin, der dafür sorgt, dass wir alle morgens ins Bad gehen können, dass alles da wunderbar funktioniert. Ich frage mich, ob der wirklich so ein Leitbild in der Schublade hat und ob der das auch wirklich will und sich da öffnet. Was erleben Sie? Ich glaube, je kleiner die Unternehmen werden, umso weniger kommt es auf ein Papier in der Schublade an und umso mehr auf die Authentizität des Unternehmers. Weil man kann das auch bei der ganz jungen Generation sehr deutlich sehen. Vorbilder wollen sie alle haben. Und sie lassen sich auch mitziehen. Man hatte so das Gefühl, diese neue Generation, naja, also 4 Tage reicht auch. Ich kann das nicht bestätigen. Ich hatte das Vergnügen, ein Start-up meines Sohnes zu begleiten als Investor. Und wir hatten nach 6 Jahren 150 Beschäftigte. Die waren alle heiß ohne Ende. Niemals hat irgendeiner gesagt, ach, jetzt ist aber irgendwie gut und jetzt will ich eigentlich nicht mehr. Das hat super funktioniert. Das heißt, je kleiner auch die Läden sind, umso mehr kommt es darauf an, dass da jemand ist, der die Leute mitziehen kann, der sie motivieren kann, dass sie wirklich Spaß an der Arbeit haben. Und ich finde dieses Wort Spaß an der Arbeit, das spielt einfach eine große Rolle. Ich meine, wenn ich sehe, was wir unseren Kindern mit den Lehrplänen in der Schule zumuten, ohne die Umwelt in irgendeiner Weise zu berücksichtigen, was sich da jetzt gerade über KI, ich meine, wir reden jetzt alle über KI, ChatGPT ist gerade mal 14 Monate alt, nicht mehr. Also die Schulpläne reagieren überhaupt nicht. Das heißt, der Spaß bleibt auf der Strecke. Und wenn Sie junge Leute überzeugen wollen, ist das schon mal wichtig, die Frage, warum sollen sie zu mir kommen? Ja, weil es bei mir Spaß macht, weil sie bei uns was erleben können, weil sie arbeiten können. Und wenn man sich das mal so ein bisschen näher vor Augen führt, glaube ich, ist das ein maßgeblicher Punkt. Der zweite, und den will ich noch kurz ausführen, kurz. Alles gut, ich bin ganz entspannt. Es gibt auch die zweite Gruppe, die wir lange, lange oder viele Generationen gar nicht hatten. Sie hatten eben die Zeit zurück, geht aber 150 Jahre zurück. In den ersten 75 Jahren dieser 150 hatten wir 70, 71 den Krieg Deutschland-Frankreich, wir hatten den Ersten Weltkrieg, wir hatten den Zweiten Weltkrieg. Da gab es zu erben in der Regel Schulden. In den 75 Jahren danach, bis heute, gibt es eigentlich immer zu erben etwas, was das eigene Leben auch ausreichend beschäftigt. Das heißt, wir haben ganz viele Menschen, die sagen, lieber Volker, mir reichen 4 Tage. Ich würde gerne freitags nicht arbeiten. Erste Reaktion, du hast sie wohl nicht alle, kommt überhaupt nicht in Frage, so geht das nicht, wir brauchen dich. Wir haben jetzt ein Modell entwickelt, ein kleiner Laden, wir haben ja nur 30 Leute in meinem engsten Lobbykreis. Die Tochtergesellschaften zähle ich nicht mit. Da sage ich, das geht nicht. Doch, es geht. Und zwar wunderbar. Wir haben unsere frühere Kollegin, die Pressechefin war, die jetzt in Düsseldorf lebt, die macht den ganzen Social-Media-Auftritt, die macht diese Dinge von Düsseldorf aus. Es geht die andere Kollegin, der Mann ist bei Conti, der war in Finnland ein Jahr,
Ich sage, du musst doch nicht kündigen. Du bist Dienstag bis Donnerstag auf jeden Fall bei uns. Und der Rest wird online erledigt. Was wir mobil alles hinbekommen, das ist am Bau natürlich viel schwieriger. Da gibt es nichts mobil, sondern müssen die Leute eben vor Ort sein und kleine Unternehmen, auch kleine Bauunternehmen, überzeugen durch die Person des Inhabers. Aber letzter Punkt, guckt sich doch heute mal um. Wir brauchen eigentlich diese ausgewogene Besetzung unseres Podiums. Brauchen wir doch gar nicht ehrlich diskutieren, wer sitzt denn hier? Nur Kerle. Immerhin, aber ich habe mich so gefreut, dass wir so viel, ich hatte noch nie so viele Frauen auf dem Podium. Also, ja, auf dem Podium schon, aber gucken Sie sich mal um. Ja, aber da arbeitet ja Frau. Die Bauwirtschaft ist männlich. Das muss man einfach zur Erkenntnis nehmen. Ja. Das hat Frau Hagedorn ja in die Hand genommen. Da sprechen wir gleich auch nochmal drüber bei der Initiative. Ich möchte einmal dieses Zitat von Herrn Grupp bringen. Denn da zuckt man ja ein Stück weit zusammen und damit hat er auch eine Debatte angestoßen. Vielleicht haben Sie es mitbekommen in den Medien. Je mehr die Leute studiert haben, desto mehr Homeoffice wollen sie. Aber bei mir könnten sie sich dann auch gleich arbeitslos melden, weil sowieso keiner merkt, ob sie arbeiten oder nicht. Frau Müller, ich würde diesen Punkt gerne aufgreifen, den auch Herr Müller gemacht hat. Ja, also er hat angespielt auf flexible Arbeitszeitmodelle. Weil es gibt ja nicht immer nur schwarz oder weiß. Also es gibt nicht nur die 4-Tage-Woche und dann dagegen das normale Pensum, was man vielleicht selbst so kennt. Es gibt Zwischentöne. Wie wichtig sind die, auch gerade wenn wir über den demografischen Wandel sprechen, also dass auch Themen wie Beruf und Pflege plötzlich aufs Tableau kommen. Und ich da auch eben meine Mitarbeiter wertschätzen will, ihnen mitunter Zeit einräume, wenn sie es benötigen dringend. Also ganz wichtig, und zwar genau der Punkt, dass man eingeht auf die Menschen, die man anlocken will und betreuen will und ein Team haben will, dass man denen, also dass man einfach signalisiert und dann auch glaubwürdig lebt, dass man offen ist für solche anderen Modelle, dass man offen ist dafür einzugehen auf die Mitarbeiter, also wenn man junge Menschen, vielleicht junge Generationen oder ich denke auch immer drüber nach, digitalere Menschen anlocken will, das ist einfach etwas, die sagen, wo bekomme ich das? Und da gehe ich hin. Und wo ich es nicht bekomme, da gehe ich nicht hin. Es hat auch viel damit zu tun, dass man ein Unternehmen mit so einer Offenheit für irgendwie andere Formen, andere Modelle auch klar macht oder darstellt, dass das Unternehmen eine Zukunftsfähigkeit hat. Also es ist ja auch etwas, was junge Menschen beurteilen, wenn sie Teams und die Industrien anschauen, habe ich da auch eine gewisse Sicherheit? Wird das in Zukunft auch noch funktionieren? Habe ich da irgendwie einen Beitrag, den ich leisten kann? Und ich habe so ein Zitat im Kopf von auch wieder Herrn Romberg, ich habe wirklich ein bisschen analysiert und haben wir ein paar Clips gehört von ihm, wie er da über auch Leadership nachdenkt. Und da ist mir so aufgefallen, dass es eben wirklich steht und fällt damit mit den Menschen, die dann auch rausgehen und die dafür stehen. Wir haben ein Unternehmen, ein modernes, eines, das in Zukunft geht. Und er hat so gesagt, er spricht halt dann auch Menschen auf an, hey, wir haben hier einen Plan, wir wollen wirklich das Unternehmen umbauen, wir wollen nachhaltig sein, wir wollen die Transformation schaffen, das wird einige Jahre dauern, aber bist du dabei? Hilfst du mir dabei, das zu machen? Und über diese persönlichen Ansprachen auch und diese Glaubwürdigkeit, dass man die Leute braucht und die Leute will und mit denen zusammen was gestalten will, das ist absolut zentral. Das kann man eben halt auch glaubwürdig machen über diese Offenheit für Neues. Mhm. Die wir ja da offensichtlich... Eine schnelle Bemerkung. Ja. Das Zitat von Herrn Grupp wird ein bisschen old-fashioned. Man denkt, naja gut, der ist nicht mehr aus der Zeit. Okay, der ist jetzt auch schon alt. Aber einen Punkt, den bringt er natürlich schon. Was wir uns im Moment mit Homeoffice züchten in den Unternehmen, ist eine Zweiklassengesellschaft. Mhm. Und dieser Satz, ach, du musst noch richtig arbeiten. Nee, wir machen Homeoffice. Und jetzt gehen Sie mal an den Bau. Wie viele gibt es da, die Arbeitsplätze haben, die überhaupt Homeoffice-fähig sind? Gehen Sie in die Schichten, in der Produktion. Da ist nichts mit Homeoffice zu machen. Und das bringt einen Unfrieden in der Belegschaft. Damit muss man umgehen. Und auch diese Fragen, wir haben zwei junge Leute jetzt gezwungen, mal wieder ins Büro zu kommen, um sie zu zwingen, sich persönlich mit den Kollegen auseinanderzusetzen,
und auch mal zu zeigen, sie sind gewollt. Das ist ein Thema, das wächst uns gerade ran, kein einfaches. Ist ja auch die Frage, können die das überhaupt noch? Man hat das ja auch ein Stück weit verlernt in der Pandemie, ja, das Miteinander. Schreiben tun die gut. Ja, jetzt ist gerade ganz viel Leben drin, aber ich will den Florian Semmler nicht vergessen. Danach, ne, sofort. Denn man muss sich ja auch hier die Frage stellen. Ich meine, Trigema ist ein erfolgreiches Unternehmen. Ja? Es geht ja jetzt nicht darum, Herrn Grupp die ganze Zeit im Fokus der Kritik zu stellen, sondern man kann ja auch deutlich hinterfragen, führt dieses Statement vielleicht auch zum Erfolg? Insbesondere, wenn wir auf die Arbeitsplätze in der Produktion schauen und auch jetzt da der Transfer zur Baustelle. Also wenn wir mal weggehen von den Homeoffice-Plätzen und den regulären Arbeitsplätzen im Büro, wie kann ich denn da die Arbeitsplätze so attraktiv gestalten, dass die Leute sagen, ich komme gerne, ich bin gerne im Austausch mit meinen Kollegen? Da kann ich jetzt breit ausholen, aber um das kurz zusammenzufassen. Das Wichtigste ist mal, da gibt es ja ganz interessante Studien vom Social Media Netzwerk Xing und die betrifft den gesamten deutschen Arbeitsmarkt. Und die sagt aus, dass knapp 48% aller Beschäftigten offen wären für andere Jobs, für andere Unternehmen, für andere Branchen. Das heißt, das ist einmal wichtig zu unterscheiden, will ich Personen ansprechen, die aktiv auf Jobsuche sind oder positioniere ich mich auch bei denen, die offen wären und wo ich mich halt so attraktiv positionieren muss, dass ich da mal die Aufmerksamkeit irgendwo generiere. Ja? Das heißt, die müssen einmal wissen, gibt es mich als Arbeitgeber? Trigema hat da natürlich einen großen Vorteil, die haben ein bisschen einen Promi-Bonus. Ja? Der macht das schon ganz gut so und das ist auch ganz gezielt so ein Statement. Ja? Aber wenn man jetzt mal den normalen Mittelstand hernimmt, die sind oft extrem unbekannt, die kennt man nicht, die Unternehmen. Ja? Und da ist halt schon die Frage, wie sticht man als Unternehmen heraus? Und ich kann halt nicht mit einer Stellenanzeige, wo ich irgendwo ein PDF hochlade, dann irgendwo eine Mail hinschicken muss mit Lebenslauf, CV, Bewerbungsschreiben, Motivationsschreiben, Zeugnisse, damit werde ich halt eher jüngere Generationen wahrscheinlich nicht ansprechen. Ja? Das sind aber auch genau dann die Unternehmen, die ihre Hausaufgaben nicht gemacht haben, die das Ganze verschlafen haben. Und gestern haben wir ja ein interessantes Zitat gehört am Vortrag von dem italienischen Schiedsrichter, der hatte gesagt, you have to be prepared, ja? Und viele Unternehmen sind es halt gar nicht. Ja? Mhm. Und da muss man mal zumindest ansetzen und so vielleicht zwei, drei kleine Quick-Tipps, wie man das schon mit ganz wenig Aufwand besser machen kann, ist einmal diese Stellenanzeigen auf den Punkt zu bringen. Es steht in jeder zweiten Stellenanzeige attraktive Benefits, abwechslungsreiche Tätigkeiten, flache Hierarchien, das ist halt Marketing, bla bla, das interessiert keinen. Ja? Sondern man muss halt wirklich auf den Punkt bringen, was bedeutet das bei mir im Unternehmen? Was heißt das flache Hierarchien? Wie wird das gelebt? Ja? Und umso genauer man das formuliert, desto besser ist auch dann dieser Cultural Fit. Ja? Das heißt, dieser Match, wie gut passt denn der Bewerber oder die Bewerberin, unabhängig jetzt von den fachlichen Skills, ja, zum Unternehmen, vertritt dieser Bewerber auch die Werte und so weiter. Und das ist genau der Punkt, wo man ansetzen muss und wo man sich in den Bewerber reindenken muss. Ja, nicht einfach nur raufschreiben, wir suchen, wir bieten, das sind die Anforderungen, die du mitbringen musst, ja, sondern wirklich das Ganze einmal aus Nutzensicht für den Bewerber zu betrachten und auch zu formulieren. Wo wir da doch gerade bei sind, können wir das einmal auflegen, Herr Semmler, wie Sie das machen, wie Sie das angehen, denn das ist ja... Genau, das wäre zum Beispiel für den VDPUM, ja, genau. Da geht es um eine stellvertretende technische Leitung. Ja. Das wird dann so ausschauen, dass wir über Social Media ganz gezielte Anzeigen ausspielen. Da sind die Texte psychologisch wirklich gut gestaltet auf diese Persona hingetrimmt. Ja. Und dann schicken wir diese potenziellen Interessierten auf einen digitalen Recruiting-Funnel, wo wir die Arbeitgebermarke aufbauen, aber wo wir auch die Leute ein bisschen vorqualifizieren können, ja, wo wir ein bisschen aussortieren können, wen wollen wir durchlassen, brauchen wir gewisse Anforderungen. Und das ist eine Journey mit dem Marketing. Ja. Sie alle haben ja sehr ausgebaute Vertriebsabteilungen, Marketingabteilungen. Da wird mit sehr viel Aufwand Kundengewinnung gemacht, aber im Marketing, im HR sieht es da bei vielen eher mal aus. Frau Hagedorn, das klingt ja jetzt erstmal alles gut, aber ich würde trotzdem noch mal gerne auf die Frage kommen, wie kann ich denn jetzt einen Arbeitsplatz auf der Baustelle auch in so einem Social Recruiting so darstellen, dass die Leute Blut lecken, dass sie sagen, egal ob Mann oder Frau, jawohl, da will ich arbeiten. Da sind wir nämlich beim Image der Branche. Ja, es ist ja erstmal so, dass ja viele, ich sag mal, die jetzt vielleicht auf dem Bagger sitzen, das sind ja nicht unbedingt immer die Abiturienten oder die jetzt jahrelang studiert haben. Und man muss die ja natürlich auch abholen und sagen, okay, die brauchen jetzt keine Bewerbung schicken, sondern einfach auch per ganz normal WhatsApp, sollen einfach drauf sprechen, sie wollen bei uns arbeiten, kurze Wege, gar nicht mehr schreiben,
wirklich unkompliziert und es ist ja auch da nicht so schwer, einfach sich da reinzudenken, wie fühlt er sich und warum bewirbt er sich nicht bei uns, weil ihm das viel zu kompliziert ist. Und diese ganzen Sachen ist immer, finde ich, anpassen auf den Bewerber. Weil, ich sag mal, der Baggerfahrer an sich, der wird das nicht machen. Der wird ja wahrscheinlich auf seinem Bagger sitzen und sagen, ey, kann ich mal zu euch kommen? Bin eigentlich ganz gut. So, und dann muss man sagen, ne, dann muss man auch darauf eingehen oder wie auch immer. Wenn wir jetzt sagen, ja, du musst jetzt aber erst wissen, bist du verheiratet, bist du Kinder, dies, das, ist ja eigentlich für uns uninteressant. Wenn er Bock auf seinen Job hat, dann soll er doch kommen. Und das ist ja das Nächste. Ich glaube immer, dass auch viele vielleicht auf falschen Positionen sind. Weil wenn du was mit Leidenschaft machst und auch Sinn in deiner Arbeit siehst, dann machst du es gerne und dann interessieren dich auch nicht 40 Stunden oder länger. Wir haben natürlich auch das Gegenbeispiel. Es wollen ja viele länger arbeiten und dürfen nicht. Also die Politik macht es uns ja auch nicht einfach. Ja. Wir haben so viele auf den Baustellen, die wollen arbeiten, die wollen eine Woche durchziehen, die wollen was schaffen, die wollen was machen. Und wenn die ja, jung sind und wollen was erreichen, ja, wir bremsen sie komplett aus. Ich meine, wir haben schon einen Fachkräftemangel, jetzt haben wir junge Leute, die wollen arbeiten, jetzt dürfen wir nicht, weil wir das Arbeitszeitgesetz haben. Die fangen ja manchmal an, so bis Donnerstagabend fertig. Ja. Und Freitag ist die Baustelle nicht mehr besetzt. Ist ja super, was sagt der Kunde? Wenn da gar keiner mehr ist am Freitag auf der Baustelle, denkt ja auch, super, Nummer hier, die haben es nicht mehr nötig. Ja, ja, sie würden gerne, ja. Aber es muss auch... Weil das ist einfach auch, was, dann sagt auch jeder immer, ja, was können wir für euch tun? Ja, gibt mal ein bisschen mehr Freiheiten auch dem Mittelstand. Lasst sie doch mal selber entscheiden. Und die Mitarbeiter entscheidet doch auch, wir zwingen doch keinen zu arbeiten, aber wenn er doch möchte, ja bitte, dann let's go. Ja, Herr Guttenberger, Peter, da sind wir wieder bei der Politik und den Vorgaben, den Rahmenbedingungen, die es in Deutschland gibt. Die wollte ich jetzt immer noch gar nicht eingehen, sondern... Habe ich mir gedacht, ja. Sondern wir haben da noch ein anderes Problem. Und zwar, der Herr Müller hat diese Schere aufgemacht zwischen denen, die Homeoffice machen und die machen können und denen, die vor Ort arbeiten müssen. Das ist so. Und jetzt ist ja die Frage, wie viel Anteil habe ich von der Sorte und von der Sorte? Einmal die Menschen, aber ich muss mir auch die Arbeit anschauen. Ich muss vielleicht meine Arbeiten umstellen. Und zwar dahingehend, dass man am Bau, und das haben Sie heute gesagt, ey, wir denken doch überhaupt nichts vor. Ja, und schuld ist immer das Wetter, wenn ein Termin nicht klappt. Und wenn man sich einmal die Automobilindustrie oder überhaupt die Industrie anschaut, wie viel Planung im Detail, wie viel Arbeitsvorbereitung reingesteckt wird, bevor ich überhaupt anfange zu bauen. Und was machen wir? Wir haben ein geflügeltes Wort geprägt. Baubegleitende Planung. Das ist der Tod jeder Effizienz. Weil wenn ich vorher eine Mauer betoniere und schneide dann, weil es der Kunde haben will, nachher wieder in die Tür rein, dann frage ich mich, für was hat der Statiker überhaupt was berechnet? Und ich denke, wir müssen einmal wesentlich mehr vorplanen, also geistige Vorwegnahme des zukünftigen Handelns betreiben. Und zum anderen müssen wir manche Arbeiten, die heute auf der Baustelle passieren, vorarbeiten. Also das heißt, ich muss im hellen, trockenen, warmen Dinge vorproduzieren, die ich dann auf der Baustelle so wie ein Lego-Kasten zusammenbaue. Damit der Anteil der angenehmen Arbeitsplätze, der warmen, trockenen, hellen Arbeitsplätze höher wird und der Bedarf an denen, die Freiheit, Abenteuer, Lagerfeuer brauchen und wollen, damit der halt so groß ist wie die Menschen, die dafür zur Verfügung stehen. Und nur so wird uns das gelingen. Das ist die Legoisierung. Tina Müller hatte sich ja noch gemeldet. Sie hat sich auch nicht untergehen lassen. Ja, genau. Mir war nämlich auch wichtig zu sagen, man braucht gleichzeitig für die Strategie, wie man neue Talente und die Digitalen so anlockt, auch die ganz klare Strategie, was macht man mit den bestehenden Teams. Und da, also einfach die, da hat man auch einen sozialen Auftrag. Auch wie bereitet man die Menschen vor auf neue Prozesse? Wie gestaltet, wie schafft man Vereinfachungen für diese Menschen? Wie bindet man sie dann natürlich auch an sich? Also das sollte man genau gleich auf dem Schirm haben, wie man mit diesen Menschen eben in die Zukunft geht und die lange zufrieden und gesund beschäftigen kann. Das war mir noch wichtig als Ergänzung. Ja, ich hätte noch ganz kurz einen Satz zum Homeoffice. Also ich sag mal, ich kann das jetzt nicht so bestätigen, auch in der Pandemie und auch danach. Also bei uns war es zumindest so, dass die Mitarbeiter unheimlich gerne wiedergekommen sind. Wir mussten keinen zwingen, wiederzukommen. Es ist ja auch immer, was erwartet mich an meinem Arbeitsplatz? Das muss man ja auch mal sagen. Und wenn der halt vielleicht nicht so attraktiv ist, also ich kenne es eher andersrum,
zusätzlich ist ja auch wieder ein Vorteil, die Männerbranche, die sagen, ich habe zu Hause keinen Bock, die Spülmaschine einzuräumen und ich habe keine Lust, dass ich jetzt so irgendwas zwischendurch machen muss, ich habe auch keine Lust, auf die Kinder aufzupassen, boah, ist das alles anstrengend, nee, irgendwie, ach, in der Firma ist doch ganz schön, ne? So, es ist einfach auch, was biete ich auch dem Mitarbeiter, wenn er dann kommt? So, und wir haben halt festgestellt, dass sie sich halt wohlfühlen in dem Umfeld, wo sie sind, wenn sie arbeiten, und dass sie halt sich gerne austauschen mit ihren Kollegen und dass sie sagen, ich freue mich, dich zu sehen. Und gerade die Pandemie hat es gebracht, dass es total schön ist, zur Arbeit zu kommen und nicht im Homeoffice zu sitzen. Also wir haben auch diesen gegenteiligen Effekt festgestellt. Aber wenn natürlich viele Unternehmen donnerstags die Heizung abstellen oder meinen, sie müssten jetzt noch alle nach Hause scheuchen, weil wir haben jetzt einen anderen Plan. Sorry, aber dann muss ich sagen, das ist auch nicht der richtige Weg. Also nach der Pandemie hat man ja auch gerne mal so im Freundeskreis rumgefragt, warum gehst du eigentlich zurück in dein Unternehmen? Du hast dich ja zu Hause auch ganz gut eingemuckelt. So. Und da kam ja ganz häufig, ich brauche den sozialen Austausch, ich brauche den Talk an der Kaffeemaschine, ich brauche auch dieses Miteinander, um meinen Job leben zu können. Frau Helmert, da sind wir ja wieder bei Ihnen, weil da geht es auch dann wieder darum, ne? Wie können wir auch hier Hürden überwinden, wenn Menschen sich vielleicht auseinandergelebt haben oder aus unterschiedlichen Generationen kommen. Denn da geht es ja ganz häufig auch darum, nochmal zu hinterfragen, was steckt eigentlich hinter deren Motivation. Also da bin ich wieder bei der Gen Z und den Babyboomern, die ja wirklich so ein bisschen Pech und Schwefel übereinander ausschütten. Wie können wir diese Grenzen überwinden und auch dann für ein besseres Miteinander dauerhaft sorgen? Ja, genau. Sehr gute Frage. Vielen Dank nochmal. Wir hatten ja gerade schon von Herrn Guttenberger so ein bisschen gesehen, wie die verschiedenen Lebensphasen jedes Menschen sind. Also da hat man ja auch schon mal ein bisschen Verständnis vielleicht bekommen. Was ich vielleicht an der Stelle nochmal sagen möchte, also erstmal ist es immer ein Verständnis für meinen Gegenüber. Das heißt, die Generation Z vielleicht auch versteht, warum ticken denn die Babyboomer so, wie sie ticken? Also ich bin jetzt kein klassischer Babyboomer, ich bin ein bisschen danach gekommen, aber ich habe die Ausläufer noch erlebt. Aber was war denn damals? Damals gab es ganz, ganz viele junge Leute, die studieren wollten, die einen Job gesucht haben. Auf der anderen Seite gab es ganz wenige Jobs oder Studienplätze. Also mussten wir uns abheben. Die Babyboomer mussten die Ellbogen ausfahren, sie mussten durch besondere Leistung überzeugen. Früher hat man vielleicht auch selbstständig Überstunden dem Chef angeboten, ja, kein Problem. Überstunden auch unentgeltlich, Hauptsache ich bekomme diesen Job und ich kann Geld verdienen, meine Familie aufbauen und so weiter und so fort. Die Generation Z, und das hat der Herr Semmler gerade schon gesagt, ist natürlich ganz anders drauf. Viele haben schon alles, also wenn ich an meine Tochter denke, die jetzt 10 ist, die bekommt schon Sachen geschenkt, da weiß sie noch gar nicht, dass sie den Wunsch überhaupt hat. Und ich glaube, das ist bei ganz vielen so, dass wir, weil wir es können, unsere Kinder auch verwöhnen, dass, ihnen alles geboten wird. Herr Dr. Müller hat es gerade auch schon so wunderbar gesagt, früher nach dem Krieg waren ja ganz andere Aufgaben, ganz andere Ziele. Ja, wir mussten gucken, dass wir Geld verdienen, dass wir uns wieder was aufbauen. Und heutzutage ist es so, die erbige Generation bekommt ganz viel. Und ganz ehrlich, ist das nicht auch in uns drin, wenn wir es nicht müssten, würden wir vielleicht auch gerne weniger arbeiten. Außer, und da schließt sich wieder der Kreis, wenn wir eine Leidenschaft haben für das, was wir tun. Und da sind wir wieder beim Punkt. Ich würde gerne mal auf den Punkt der Digitalisierung eingehen, dass wir mal einen Schritt weitergehen, denn die Uhr tickt gnadenlos runter. Auch da haben wir ein Zitat. Ich denke, das ist uns allen klar. Die Digitalisierung geht nicht vorbei. Sie ist nicht irgendein technologischer Trend. Vorbeigehen wird höchstens der Gedanke daran, dass sie vorbeigeht. Frau Hagedorn, in dem Kontext finde ich ja total spannend. Wir haben gestern schon über die digitale Baustelle gesprochen und die Arbeitsplätze, die sich verändern. Welche Strahlkraft das eben auch auf die Frauen insbesondere hat. Ihre Initiative Frauen am Bau, seit 2020 gibt es sie. Nehmen Sie uns mal ein bisschen mit rein. Was treibt junge und auch ältere Frauen um? Und welche Erfahrungswerte machen die, wenn sie sich für dieses Jobbild auf der Baustelle entscheiden? Also es war, generell hat sich das ja in den letzten Jahren deutlich verändert, dass wir halt auch nicht die Muskelkraft mehr in dem Sinne brauchen. Und von daher sind ja auch viele Sachen auch da digitalisiert worden, wir haben eine Technik und ich sag mal, die Hersteller sind ja hier, sind ja immer wieder auf dem neuesten Stand und das ist, bringt ja auch einen Vorteil auch für viele Jobs in dem Moment und Frauen sind ja natürlich, können das genauso wie Männer, das ist überhaupt gar keine Frage und wir müssen sie halt auch dementsprechend zulassen, locken, sie müssen sich trauen, wir haben junge Auszubildende, junge Frauen, das ist nicht einfach, das ist wirklich harte Arbeit. Und dass sie überhaupt den Mut haben zu kommen,
Und wir haben mit unserer Frauenbau-Kampagne, glaube ich, was ausgelöst. Da freue ich mich sehr drüber. Und wir haben einige Vorbilder, die das auch mit leben. Und das ist ganz wichtig. Und wir müssen auch die kommen alle schön mit Rohling behandeln, weil es ist wirklich, wir müssen sie erstmal mitnehmen, abholen. Und ich stelle immer wieder fest, dass es auch eine Sache der Einstellung ist. Die Frauen wollen wohl, aber sie trauen sich oft nicht, weil sie sagen, was sagen meine Eltern, was sagt mein Umfeld, was sagen meine Freunde. Das ist immer noch so ein bisschen schwierig. Sie haben dann einfach ein bisschen Angst auch. Wir müssen sie begleiten. Und dann geht es natürlich auch zu begleiten, wenn sie da sind, dass man sie eng begleitet, dass man wirklich sagt, gibt es wirklich Probleme auf der Baustelle, wie sieht es aus und so weiter, und die möglichst schnell auch abschafft dann. Ne? Das ist ganz wichtig. Wovor haben die denn Angst und was erleben sie dann? Ja, ich sag mal, natürlich ist auf der Baustelle erstmal selber, ist natürlich, wenn ich jetzt als Frau oder als einzige Frau vielleicht unter Männern bin, ist ja erstmal so ein bisschen, wo ich dann vielleicht auch als Mutter sagen würde, wow, meine Tochter jetzt auf der Baustelle mit so vielen Männern, ob ich das jetzt so toll finde, ist ja erstmal ein bisschen befremdlich vielleicht. Und dann geht es ja schon los, wie wird man empfangen, wie geht man darauf ein, wie spricht man mit demjenigen, wie wird sie ernst genommen und so weiter. Und ich will dieses, ja, ich mache es sehr ungern, aber das Toilettenbeispiel geht ja schon, ist einfach immer lächerlich eigentlich, aber es gibt es ja auf vielen Baustellen immer noch. Und das sind einfach so, dass sie einfach auch da eine Wertschätzung erfahren. Und es ist ja so schön, ich sag mal, wenn diese Zahnräder ineinander packen, weil es ist einfach, Männer können viele Sachen super, die wir nicht können, und wir können viele Sachen, die Männer nicht können. Das ist einfach so, aber das ist doch wunderbar, wenn da die Zahnräder ineinander packen und die beiden sich ergänzen. Und ich finde auch Frauen auf der Baustelle ist auch sehr, sehr ja, positiv, weil einfach auch teilweise ein anderer Ton herrscht, man spricht mal anders miteinander. Und diese Sachen, die müssen einfach erstmal in die Köpfe kommen. Ich bin aber auch sehr positiv überrascht, und gerade was jetzt die Jugend angeht, wir meckern ja immer viel, aber für die ist das immer selbstverständlicher. Für die ist das gar kein Problem. Die das sieht man schon in den Auszubildenden, das sind Teams, die bilden sich, ob das jetzt Frau, Mann, Kinder, was weiß ich, das ist denen relativ egal. Die gehen gemeinsam das Ziel nach vorne, wir haben ein Ziel, wir wollen was entwickeln. Wir gehen als Team und stellen uns als Team vor. Die haben diesen Gedanken gar nicht mehr so, dass wir das Problem, was wir oft noch in den Köpfen haben, haben die gar nicht mehr. Und das macht mich so ein bisschen, stimmt mich positiv, weil dem muss man das gar nicht mehr so erklären. Wir haben ja eher so, gerade die Baubranche ist ja sehr extrem männerlastig, aber was ja auch ganz normal ist. Ich finde, da kann man auch gar keinen irgendwie einen Vorwurf machen. Erstmal sind wir alle anders groß geworden, wir haben eine andere Erziehung genossen. Das muss man auch sagen. Unsere Kinder haben wieder eine ganz andere Erziehung. Ja, und aber wir können jetzt halt nur dran arbeiten. Und das, wir können jetzt nicht sagen, ja, das ist jetzt besser oder schlechter. Es ist einfach anders. Und das ist doch der Punkt. Und da sollten wir wirklich alle an einem Strang ziehen. Und ich sage mal, wir sind ein ganz kleiner Mosaikstein in dieser Branche. Und wir versuchen da immer wieder aneinander zu ketten. Und wir schaffen es halt nur gemeinsam. Und wenn wir alle so ein bisschen nach vorne gucken, und wir haben den Fachkräftemangel und wir haben ja so viele da, die auch wirklich arbeiten wollen, ich glaube, dann könnten wir das schaffen. Und deswegen stehe ich dafür und versuche immer mehr Vorbilder zu gewinnen, um da nach vorne zu schauen, und sie wollen auch Vorbilder. Das höre ich immer wieder. Die Frauen wollen Vorbilder. Sie wollen sehen, geht das, funktioniert das, wie sieht das aus. Und da hoffe ich und da werde ich weiter für kämpfen. Ja, Menschen, Maschinen machen. Das Motto könnte besser nicht zu Vorhaben dann passen, Peter. Genau. Ich will da noch auf eines eingehen. Ich hatte vor kurzem die Gelegenheit, einen tollen Vortrag zu hören. Und zwar bei uns in der Gegend gibt es eine Dame, die im Nordland unterwegs ist und Polarexpeditionen macht. Und da wurde eine zusammengestellt mit 6 Teilnehmern. Und jetzt muss ich es leider sagen, ein Schweizer war dabei, der ja für Berge und Schnee steht, und der hat dann zu ihr gesagt, sie hat die Expedition geleitet, dann wissen wir wenigstens, wer kocht. Dummerweise ist dann im Weiteren so gekommen, dass 2 Herren aussteigen haben müssen, weil sie, ich sag mal, ihre Kennzahlen nicht beachtet haben und die Leistungsfähigkeit von sich selbst überschritten haben. Und ich fand es sehr interessant. Männer sind wahrscheinlich ich genauso, die sagen, mein Auto, mein Haus und so weiter, na, und stellen sich halt gern selbst dar, und Frauen sind manchmal etwas verhaltener in
der Vorgehensweise. Und ich glaube, wir müssen dieses Rollenbild auch ändern oder das Verständnis bei den Männern, damit mehr Frauen Lust haben, in dieser Branche zu arbeiten. Und Sie haben Regeln angesprochen, wir haben in der Familie auch Regeln. Wer macht was? Ja. Meine Frau hat gesagt, du kümmerst dich um alles, was Räder hat. Ist gut, ich bin gelernter Automechaniker, das kannst du machen. Aber die hat sehr schnell festgestellt, dass unser Staubsauger auch Räder hat. Da kann doch nur die Digitalisierung helfen. Der Staubsauger-Roboter. Haben wir übrigens, ja. Also das haben wir dann initiiert. Das ist gegen alles. Hast du wahrscheinlich initiiert. Also denn ich möchte jetzt mal den Bogen schlagen. Wir sind, also einmal haben wir über Frauen gesprochen, die natürlich auch angelockt werden, mitunter durch die Digitalisierung, aber wo das Menschliche auch passen muss. Frau Dr. Müller, ich würde jetzt gerne mal den Schritt weitergehen mit Ihnen. Also wir haben digitale Unternehmen, die junge Talente anlocken. Es sind jetzt aber ja nicht nur die Lösungen und Anwendungen, sondern es ist die gesamte Wertschöpfungskette, über die wir gestern schon gesprochen haben, die muss sich noch einiges ändern. Was gehört denn für Sie alles zur Wertschöpfungskette dazu und was sollte anders und neu gedacht werden? Das Stichwort ist hier ganz klar Kooperation. Und nochmals ein neues Level von Kooperation. Also die ganze Wertschöpfungskette heißt ja einfach alle, die einen Beitrag leisten, an dass nachher ein Bau von irgendwas steht und im Timing ist, in der Qualität nachhaltig gebaut wird. Alle, die da einen Beitrag leisten, die zusammenbringen und diese ganze Art und auch die Philosophie des Bauens zu verändern, das ist die Herausforderung oder darum geht's. Und das heißt, das ist nicht mehr möglich, also das war es noch nie, aber es ist je länger, desto weniger möglich, dass das einzelne Unternehmen oder sogar noch einzelne Teams oder einzelne Kompetenzen machen. Da muss die ganze Industrie muss nochmals einen Riesenschritt in Richtung Kooperieren gehen, um einfach die Qualität und diese Automatisierung der Prozesse voranzubringen und auch um... Und hier der Aspekt der Mitarbeiter und der Menschen, um die raren Talente, die man braucht, um so eine Transformation voranzubringen, zu bekommen. Ich habe ein paar Beispiele von so Kooperationen, so Open Innovation ist ja unser Stichwort hier, ein paar Beispiele mitgebracht, die ich einfach in unseren Kundengruppen sehe, wie das Unternehmen angehen. Und ich finde das gut, weil das sind Beispiele von, man kann es mal probieren und erste Schritte tätigen, zum Beispiel eine Maschinenbau, das ist jetzt Maschinenbau, aber Maschinenbaugruppe, das sind viele Unternehmen, die machen vielleicht so 300-400 Millionen Umsatz. Und die können all diese Veränderungen der Prozesse, können die gar nicht selber stemmen. Die haben die Ressourcen nicht, die haben die Talente nicht. Also haben sie eine Gruppe gebildet, die das für sie macht, eine digitale Einheit. Und diese digitale Einheit, die entwickelt nur auf Auftrag hin der einzelnen Unternehmen. Was brauchen die, um eben ihre Wertschöpfungskette voranzubringen und zu transformieren? Und dann wird das zentral wird das umgesetzt. Und das hat einfach auch eine gute Chance, weil da in diese digitale Einheit kann man auch dann diese Leute rekrutieren eher. Andere Beispiele sind, also das ist die Ressourcen der Menschen, aber es braucht ja auch sehr viel, ich bringe nur noch ein zweites Beispiel, es braucht ja auch sehr viel Geld, um neben dem operativen Geschäft und auch den Krisen und den Herausforderungen, die bestehen, zu investieren und so diese Transformation voranzubringen. Da gibt es, also da haben wir zum Beispiel auf Heidelberg Zement geschaut. Lustigerweise heißen die ja nicht mehr Heidelberg Zement, sondern Heidelberg Materials. Das ist also auch die ganze Nachhaltigkeitsgeschichte, die da sich abspielt. Da gibt es ein großes Joint Venture für diese Industrie mit einem Softwareentwickler, der für diese Industrien, für diese Themen maßgebend ist und also für die ganze Supply Chain sich einen Namen gemacht hat. Und die haben in dieses Joint Venture rein, haben die auch Investoren reingenommen. Also eine Investorengruppe, die in diese Software und diese Industrien investiert. Und die machen das jetzt zu dritt. Also, wird das Erfolg bringen? Wird das die Transformation voranbringen? Wird das klappen? Funktioniert das? Setzen die wirklich um oder bleibt es als Strategie irgendwie high-level beschrieben? Wissen wir nicht. Aber das sind Schritte,
die einfach Dinge beschleunigen können, weil aus eigener Kraft einzelne Unternehmen nicht schnell genug sind und die Ressourcen nicht haben. Also kann ein Lösungsansatz sein, definitiv. Ich würde gerne weitergehen und nochmal das alles bündeln. Also all das, was an Entwicklung stattfindet, an Innovation, an neuem Denken, das sollte ja auch möglichst, Herr Müller, in der Ausbildung wiedergespiegelt werden. Das ist ein wunderschönes Zitat, was wir auch einmal mit reinnehmen wollen, von Gerald Hüther, Neurobiologe, Hirnforscher und Autor, der sagt, es kommen genug junge Erwachsene aus unseren Schulen, die nicht wissen, was sie wollen, die kaum Gelegenheit hatten, sich ihrer eigenen Gestaltungskraft bewusst zu werden, denen Lust am Lernen und am Tätigsein weitgehend verloren gegangen ist. Die wichtigsten Lernerfahrungen macht man dann, wenn man wirklich mit dem Herzen dabei ist. Also das hebt nochmal ab auf den Spaß, den Sie eben ansprachen. Also wenn wir jetzt künftig darüber reden, dass im Straßenbau die Maschine nicht mehr aus dem Führerhäuschen bedient wird, sondern per Joystick, wenn wir darüber reden, dass mit Drohnen Vermessungen gemacht werden und ich könnte jetzt diese Kette endlos fortsetzen, dann ergeben sich daraus spannende Jobprofile. Was ich mich aber frage ist, sind die Schulen, sind die Ausbildungsstätten darauf vorbereitet? Und wie kriegen wir die jetzt gut zusammen mit der Wirtschaft? Also, dass ich diesen Transfer der Jugendlichen oder der jungen Menschen, die interessiert sind, die dafür brennen, dass ich den auch wirklich gut hinbekomme. Die Antwort ist nein. Die Schulen sind nicht darauf vorbereitet. Das erlebt jeder, der Kinder hat. Meine beiden Kleinen sind 15 und 17. Es ist verheerend, mal abgesehen davon, dass nur die 3/4 der Stunden überhaupt stattfinden. Und diese Themen überhaupt keine Rolle spielen. Der Chef von Alibaba hat mal gesagt, wir müssen uns wirklich zusammensetzen in unserer Gesellschaft, die so schnelllebig geworden ist. Was wollen wir unseren Kindern eigentlich beibringen? Müssen wir ihnen eigentlich noch Dinge beibringen, die in Zukunft eben viel einfacher über, wir haben mal das Thema Taschenrechner früher gehabt. Was war das für eine Diskussion, dass man einen Taschenrechner benutzen muss? Aber dann muss man eben auch die Schule weiterentwickeln. Das passiert nicht. Und beim Thema Digitalisierung, ich sage mal, in den Unternehmen sehe ich das Problem eigentlich viel kleiner. Politiker kommen immer an in Podiumsdiskussionen und sagen, wir müssen insbesondere den mittelständischen Unternehmen bei der Digitalisierung helfen. Nein, müssen sie nicht. Bloß nicht. Wenn ich sehe, was die Politik in ihren eigenen Möglichkeiten in der Verwaltung alles nicht hinkriegt, warum sollen die geeignet sein, uns im Mittelstand zu helfen? Und noch ein Punkt. Es geht ja nicht um Digitalisierung der Digitalisierung wegen. Ein analoger, mieser Arbeitsprozess ist auch ein digital mieser Arbeitsprozess. Das heißt, erstmal gucken, was können wir effizienter machen. Und dann fängt auch Digitalisierung ja an, richtig Spaß zu machen. Weil wenn man das erste Mal beim Drohnenflug gesehen hat, was man in seinem Steinbruch da eigentlich alles viel einfacher mitbekommt, wie man das in die Planung dann einbringen kann, das sind kleine Dinge. Aber das leuchtet sofort ein. Das heißt, die Digitalisierung müssen wir erlebbarer machen. Was heißt es denn? Was verbessert sich? Warum sind wir schneller? Warum wird es vielleicht sogar komfortabler? Warum können wir dafür andere Dinge machen? Diese Begeisterung, die muss es am Ende sein. Und sehen Sie sich mal einen anderen Industriezweig an, die Automobilindustrie. Wir waren doch alle versaut. Wir waren es gewohnt, dass die deutsche Automobilindustrie einen technologischen Vorsprung hatte. Und dann fingen die an zu sagen, Elektromobilität machen wir jetzt. Das ist diese Aussage der Zeit. Und plötzlich, von heute auf morgen, stellen wir fest, dass aus dem Vorsprung ein Hinterherlaufen geworden ist. Und es ist verheerend zu sehen, wie schlecht die vielen Digitalisierungsspezialisten in einem großen Automobilunternehmen sein können, wenn es eben nur eine Menge ist, die nicht optimal zusammenarbeitet. Und das macht es am Ende aus. Wir sind inzwischen in einer richtigen Revolution. Und zwar alle Arbeitsplätze. Ich glaube, dass wir im Jahre 2024 eine der größten Revolutionen erleben werden, was mit KI kommt. Ich meine, 14 Monate ChatGPT.
was in der Zeit schon passiert ist. Das ist nur der Anfang. Die Juristen, die Steuerberater, die Wirtschaftsprüfer, es wird sich alles ändern. Die Rechtsberatung in Verbänden. Wir prüfen im Moment all diese kleinen Dinge, die es schon gibt. Wir haben eine Partnerschaft gegründet, wo wir wahrscheinlich auf 60% der Juristen verzichten können. Und wenn man jetzt sieht, was in den anderen Industriezweigen an Automatisierung im Moment passiert, wegen des Fachkräftemangels, ich sage Ihnen, ich bin gespannt, ob all die Aussagen, wir werden auch in 10 Jahren Arbeitskräftemangel haben, wirklich richtig sind. Jetzt sind wir von der Ausbildung zu den Juristen gekommen, aber das sind natürlich wichtige Statements, die Sie da liefern. Herr Sender, ich würde gerne nochmal mit Ihnen schauen auf die Gen Z Digital Natives, die sind damit groß geworden. Wie sind die in der Schule unterwegs? Sie müssen ja eigentlich auch wahnsinnig gelangweilt sein. Also wenn ich mitbekomme, mein Sohn hat immerhin ein iPad im Bundesland Bremen, ja, so viel Geld haben wir ja gar nicht, der kann damit ganz gut umgehen. Das Problem ist nur, die Lehrerin, und nichts gegen die Lehrerin, die wird natürlich auch nicht entsprechend mitgeführt, die kann gar nicht vermitteln, was da gerade alles passiert. Das Absolut. Ist mein Learning im Alltag. Oftmals ändern sich die Rollen in der Schule. Ja. Was durchaus für uns bemerkbar ist, also wir haben ja selbst auch viele junge Leute bei uns im Unternehmen. Wir sind ja ein Team aus 20 Leuten und davon sind 10, 12 aus dieser Generation. Ja. Was wir merken ist, dass die sich selbst die Dinge beibringen, für die sie brennen. Also die lernen sie nicht in der Schule, die schauen sich YouTube-Channels an, wo sie ihre Hobbys wirklich ausbauen. Ja. Also bei uns ist natürlich das Film ein ganz starker Thema. Die kommen zu uns und sind auf einem Level, das würden sie niemals lernen in der Schule, für dieses Thema. Ja. Die haben jetzt vielleicht nicht das Interesse für Mathematik oder sonstige Dinge, aber durchaus bemerkbar. Ja. Frage, Don, das trifft ja auch so ein bisschen den Kern, wie Sie denken, hilft dir selbst, sonst hilft dir keiner, würde ich dazu sagen, denn Sie haben gesagt, wir warten erst gar nicht darauf, dass die Schulen dieses Tempo aufnehmen, sondern wir machen selbst was, wir gründen eine Kinderuni bei uns im Unternehmen. Wie kann ich mir das denn vorstellen und was ist die Idee dahinter? Ja, das ist, die Idee ist dahinter, dass wir sagen, wie können wir die jungen Menschen schon mal abholen, dass wir sie überhaupt für unseren Beruf begeistern, weil viele wissen es nicht, ich weiß selber noch, als wir angefangen haben, hat man immer gesagt, muss man mit Gummistiefeln zu euch kommen. Ich sage, nee, sind wir schon zivilisiert. Ne? Also das ist ja jetzt, und das ist einfach, viele wissen diesen Beruf gar nicht so. Ne? Und auch was wir mittlerweile an Digitalisierung haben, was wir alles anbieten. Und wir haben gesagt, wir müssen an die jungen Menschen ran und haben eine Kinderuni, die geht von 10 bis 13 Jahre. Die können sich bei uns bewerben und die machen einzelne Semester, also richtig wie so eine Uni halt dann ist, halt ein Kleinformat, aber dann machen sie Abbruch, dann machen sie Revitalisierung, dann gucken sie, wie würde ich das jetzt machen, und die sind so begeistert von ihrer Arbeit, und da muss ich sagen, sind ja auch unsere Mitarbeiter oder auch Führungskräfte, die haben so einen Spaß daran, weil die müssen ja auch mit ran, die müssen dann denen das ja zeigen und gucken, aber es gibt kaum Kinder, glaube ich, wo die so aufmerksam sind, wie die 30, die da stehen. Also wir haben einen sehr hohen Zulauf, wir können nicht alle nehmen, aber die sind einfach mit vollem Elan dabei, also es geht auch anders wie in der Schule, wo die alle sagen, oh, kein Bock und interessiert mich nicht. Und das ist wirklich schön, das macht Spaß, und dann lernen sie schon mal, bevor sie ins Berufsleben gehen, ah, guck mal, es gibt auch noch die Branche, wir können da auch was machen und was man alles schon bietet. Die stellen ja auch ganz tolle Fragen und alles, das ist ja wirklich unglaublich. Und ich muss noch mal ganz kurz einen Vorsatz dazu sagen. Also ich sag mal, das ist ja alles gut und schön, aber hier sind alles Mittelständler, die hier sitzen. Und wirklich, und wenn wir jetzt VW und, das ist ja alles eine andere Nummer. Ich finde, glaube ich, wir müssen gucken, dass wir ein bisschen back to the roots und auch gucken, was können wir leisten als Unternehmen, was können die Mittelständler leisten. Und ich kann immer nur mitgeben zu sagen, packt es einfach an, wartet nicht auf andere, guckt nicht immer, was könnte, wenn, aber macht es einfach, packt es an und guckt, wie die jungen Leute ihre Interessen haben. Und wenn wir gucken im Unternehmen, wo haben die ihre Interessen, dann läuft das einfach auch von selber. Nur wenn wir ihnen das aufdiktieren und sagen, du machst jetzt hier mal Unternehmenskultur, du machst jetzt mal hier Social Media, du machst jetzt mal dies, und sie haben da einfach gar keinen Bock drauf, wird halt schwer. Und dann andere, dann läuft es auch. Und das ist manchmal gar nicht so schwierig, das kostet ja auch kein Geld, einfach im Team zu gucken, wer hat wo Bock drauf. Und dann setzen sie sich auch ein und gucken ja auch nicht auf eine Stunde. Das kann ich einfach nur noch mal mitgeben, weil wir können natürlich philosophieren ohne Ende, aber wir wollen ja auch was vorwärts.
da sind wir beim Fort de Boom. Back to the roots. Wie können Sie als Verband, wie kannst du als Verband unterstützen, also du nicht alleine, sondern das gesamte Team natürlich, ihr habt ja auch eine Strategie als Vorstand, um all diese Themen zu bündeln, um euren Mitgliedern da den passenden Service auch zu bieten und auch das Thema zu besetzen einmal mehr. Du hast ja gestern auch darüber gesprochen, wie wichtig es ist, eben mit einer starken Stimme immer wieder vorzutragen und letztendlich auch seichten und sanften Druck auszuüben. Fangen wir mal mit dem ganz am Anfang an. Da hast du mich vorgestellt, ich bin der Meinung, das Image vom Bau ist zu schlecht. Da stehe ich nach wie vor dazu, denn, und da glaube ich, kann ich ins Publikum schauen, wer von Ihnen empfiehlt, aktiv seinem Sohn, seiner Tochter am Bau zu arbeiten? Da ist einer. Da ist einer. Und ich sage das nicht einfach so, sondern wenn man so den Ausspruch hört, ich glaube es wieder, sei schlau, geh zum Bau. Ja. Es gab aber auch Stimmen, wo sagen, du wirst doch nicht zum Bau gehen, lern doch einmal was Gescheites. Bayerisch ausgesprochen, ich hoffe, wir haben es verstanden. Also das heißt, die Imageverbesserung, das ist meiner Meinung nach das A und O. Es muss notwendig sein, und dafür stehen wir als, oder ist notwendig, dafür stehen wir als VD Bum, dass es was Anerkennenswertes ist, wenn ich einen großen oder auch einen kleinen Hydraulikbagger steuere, wenn ich eine Maschine bediene, wenn ich einen Kanal verlege oder im Hochbau was baue. Und da geht es schon los mit der Identität. Jedes Auto, das durch die Welt fährt, egal welches, schwärmt über die vier Ringe, über das BMW-Emblem. Und schauen Sie mal auf ein Bauwerk, wann sieht man, wer das gebaut hat, wer kann dann noch stolz sein drauf. Und als ich mit meiner Frau hierher gefahren bin, das Logistikcenter haben wir gebaut, vor dann und dann. Über die Sympalbrücke haben wir gemacht, ist sehr schlank, neu und so weiter. Ich kann noch ein bisschen Stolz entwickeln, weil ich es halt weiß, was wir gemacht haben. Aber viele andere, die können den Blick gar nicht, entwickeln den Blick gar nicht, stolz zu sein auf das, was sie geschaffen haben. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Und dann wird auch das Image besser, um das Image besser zu machen. Da haben wir ja viele, im VD Bum viele Themen, gerade für die jungen Leute, mit dem Baumaschinen-Erlebnistag. Oder wir werden morgen Abend die Prämierung vom Azubika hier halten. Mhm. Also Azubis kämpfen deutschlandweit, um hier dann in Willingen in die Endausscheidung zu kommen. Oder wenn ich an die Studentenpatenschaften denke. Also viele Dinge, die man sicher noch ausdrücken kann. Man ist nie fertig. Ja. Und das sind so Dinge, um mal an die jungen Leute ranzukommen, um nur einige zu nennen. Da gibt es noch wesentlich mehr. Aber wenn ich da noch weiter denke, was tun wir weiter? Wir wollen, und das haben wir uns auf die Fahne geschrieben, natürlich auch dieses Thema Mitgliedschaft optimieren. Oder das, was wir im VD Bum machen. Bei uns Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Wir haben noch ein Wort dazu gesetzt. Familie, Beruf und Verband. Mhm. Ja. Und dabei ist es notwendig, dass Sie, die Sie hier sind oder unsere Mitglieder, auch einen Nutzen mitnehmen. Also im Prinzip das, was man hier hört, am nächsten Tag auf der Baustelle im Betrieb umsetzen kann. Indem wir das Fachwissen steigern, indem wir natürlich auch die Dienstleistung nach vorne bringen, Interessen bündeln, zusammenfassen und die, wie du gerade gesagt hast, mit starker Stimme auch an den Mann und die Frau zu bringen. Sie haben auch ausländische Mitarbeitende, sind kulturelle Unterschiede und ich glaube auch hier ist es nochmal ganz, ganz wichtig, den besagten Code of Contact auch zu entwerfen, zu leben. Wie gehe ich zum Beispiel auch mit einer Frau am Bau um? Ja, lasse ich mir überhaupt von einer Frau irgendetwas sagen? Wenn sie Vorarbeiterin ist, dann kann ich da nicht sagen, nee, also tut mir leid, aber meine Kultur sagt, nee, mit Frauen habe ich nichts am Hut. Sie lachen, ich komme aus der Logistik, haben Sie vielleicht gehört ganz am Anfang. Ich kenne das persönlich, ich kenne das aus Berichten, schon beim Einstellungsgespräch, dass Männer, wenn sie mit einer Frau und einem Mann im Vorstellungsgespräch sitzen, da ist die Frau aber die HR-Verantwortliche und stellt Fragen, dass die Männer nur dem Mann antworten und auch nur die Fragen beantworten, die der Mann stellt. Das ist ein Beispiel und das darf nicht passieren. Wir müssen unsere Werte und unsere Kultur im Unternehmen definieren, benennen und leben und da auch immer ganz eng dranbleiben. Also jetzt nicht nur Frau-Mann-Thema, gibt es mit Sicherheit auch noch ganz viele andere.
Darf ich ganz kurz noch so einen Abschlusssatz sagen? Ganz unbedingt. Wunderbar. Zusammenfassend vielleicht auch ganz kurz nochmal. Wir befinden uns in revolutionären Zeiten. Das haben wir heute ganz, ganz oft gehört. Ich bin davon felsenfest überzeugt. Wir sind in der vierten industriellen Revolution. Die ersten drei haben die menschliche Hand ersetzt. Sie wissen das alle mit Bagger, mit Krähen viel, viel besser, als ich das auch weiß. Heute wird unser Gehirn ersetzt. Wir sind am Anfang dieser Revolution. Da kommt noch ganz, ganz viel auf uns zu. Viele Sachen werden in Zukunft Maschinen für uns viel, viel besser, viel, viel schneller erledigen können. Und wie ich gehört habe, ist Ihre Branche wahnsinnig. Also da ist da ganz viel Luft nach oben. Ganz wichtig, es muss das Mindset sich verändern von der Geschäftsleitung, von den Mitarbeitenden. Der Mensch steht im Mittelpunkt und wird in Zukunft viel, viel mehr noch im Mittelpunkt stehen. Und nehmen Sie diesen Ball auf, kümmern Sie sich um die Mitarbeitenden, aber auch umgekehrt natürlich, weil ich glaube ganz fest daran, das wird das Erfolgsrezept sein in Zukunft. Wer es schafft, den Menschen im Mittelpunkt zu stellen, wird erfolgreich sein. Vielen Dank. Das war die perfekte Abmoderation. Interessant. Ich hoffe, dass Sie für sich da wirklich wertvolle Impulse rausnehmen. Vielleicht haben Sie so ein paar Dinge gehört, wo Sie aufgemerkt haben und gesagt haben, das möchte ich gerne übertragen, das möchte ich gerne mit reinbringen in mein Unternehmen. Tun Sie das. Und jetzt trinken Sie erstmal Kaffee, denn Sie haben eine halbe Stunde Pause oder sagen wir mal so, naja, also 24 Minuten, dann geht es nämlich weiter mit den Vorträgen. Vielen Dank, dass Sie ab 8:30 Uhr dabei waren. Einen ganz kurzen Moment noch, weil das kommt immer zu kurz. Ich finde, wir hatten eine tolle Moderatorin, die hat es auf den Punkt gebracht, uns eingesetzt. Danke dafür. Ja,